Hallo Leute, willkommen auf Freiheit durch Gold. Wir sind hier beim Prospektieren im Bayerischen Wald in einem schönen, klaren Bach. Der ist noch wirklich urig. Hier läuft keine Kläranlage rein, da haben wir extra geguckt. Das da ist die Prospektionsrinne von Peter. Das ist meine, die kennt ihr ja schon zur Genüge. Die ist ja mal richtig geil, hier mit blauem Sichtbereich. Und dann haben wir hier so ein Streckgitter drin. Einfach gemacht, aber für eine Prospektion perfekt. Gibt sich nichts. Wir sind hier das ganze Areal sind wir hier durchmarschiert, durch Wald und Wiese. Und weil hier mehrere Bacheinheiten langlaufen. Und das ist jetzt hier die letzte und der schönste Bach. Der ist wirklich rein. Also so einen klaren Gebirgsbach oder was ich, Bayerischer Waldbach, habe ich ja noch schon ewig nicht mehr gesehen. Einfach herrlich. Hier natürlich auch ziemlich urig hier mit den ganzen Wurzelgezedere. Ne? Dann haben wir hier verschiedene Gesteinsarten, dann hier natürliche Bänke, und aber ein Gold haben wir noch nicht erbringen können hier für den Bach. Für den anderen Bach haben wir drei kleine Goldflitter erbracht, aber die sind jetzt so klein, also das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Schön sind hier diese Stufen, die wir hier haben, hier so ein bisschen. Also wenn wir jetzt hier Gold finden würden, dann wäre das jetzt hier so ein kleines, hier dieser Bereich, ja, so ein, wo man so ein bisschen runterkommt mit der Rinne, schön im Bach reinschaufeln praktisch, ne? Das wäre es schon was. Das würde mir zum Beispiel total daumen, ne? Aber jetzt schauen wir mal, wir haben ja auch noch nicht ausgewaschen. Die Gesteine sind klar hier. Wir haben hier Quarzgestein, Gangquarz, dann haben wir hier Metasedimente, sprich Gneis, und natürlich auch Plutonite, also Granit und so Zeug, ne? Tiefengestein. Und wir hoffen, dass wir hier ein bisschen Gold finden. So sieht die Bank hier übrigens aus hier. Und wir hoffen, dass wir hier Gold finden. Ja, hier ist unser Loch. Also noch nichts Dramatisches ist hier passiert. Dass wir hier mal herkommen können und ein paar Nuggets, ja, drückt mal die Daumen, ein paar Nuggets waschen könnten. Drückt mal die Daumen, dass da was passiert. Ne? Ansonsten wünschen wir euch noch viel Spaß und einen schönen Sonntag. Und Glück auf, Leute. Tschüss dabei.